Dann würde mich jetzt als allererstes interessieren, wie Sie zur Kunst gekommen sind. Das ist eigentlich eine familiäre Tradition im größeren, weiteren Sinne. Also ich stamme ja ursprünglich aus Meißen. Da liegt das schon nahe, Porzellanmanufaktur und sowas. Und meine Eltern sind alle beide in der Porzellanmanufaktur als Lehrausbilder und Maler tätig gewesen. Und im Prinzip war bei uns zu Hause Malen so wie Alltag, ja. Also ich bin im Prinzip zwischen Zeichnungen und Entwürfen groß geworden. Okay, schön. Gibt es irgendwelche Vorbilder? Ach ja, Vorbilder schon, aber jetzt nicht so bestimmend für meine Arbeit. Also ich bin eher ein Mensch, der sich natürlich orientiert in verschiedenen Richtungen. Und meistens sind es mehr stilistische Vorbilder oder Ausdrucksweisen, die mir nahe kommen. Aber ich habe jetzt keinen konkreten Maler, wo ich sagen würde, ja, das ist einer. Denn die Frage kommt ja immer häufig, Halle und Feininger und gerade bei meinen Stadtbildern. Aber es ist nicht mein Vorbild. Und ich muss sagen, als ich nach Halle kam, wusste ich nicht mal, dass hier Feininger gearbeitet oder gewirkt hat. Ich suche mir eher, wenn ich das noch dazu sagen darf, ich habe eine Vorliebe so für opulente Malereien oder stofflich aufgebaute Bilder und vielschichtige Geschichten, ja, die nicht sofort erkennbar sind. Und da fällt mir also in meiner früheren Jugend ein, so Klinger, das war so eine Geschichte von der Materialbehandlung her, nicht von Inhalt, eher von der Oberfläche. Ja, doch, auf alle Fälle. Eigentlich bin ich jetzt in den letzten Jahren fast dreidimensional so geworden. Also am Anfang habe ich auch ganz plan auf die normale Leinwand gemalt und das wurde dann immer vielschichtiger, indem ich dann so Dinge aufgeklebt habe und wieder übermalt habe und in letzter Zeit sogar bei den großen Stadtansichten dann so Holzteile unterlege, die dann wieder überklebt werden. Also entsteht fast ein dreidimensionaler Ausdruck, es wird immer plastischer. Ja klar, ein Grund ist eigentlich auch meine Vorliebe so für eine Art Spaß am Arbeiten, also auch ein spielerisches Element. Und dann bin ich außerdem auch ein sammelnder Mensch. Also ich verwerte vieles, was ich finde und bewahre das natürlich auch erstmal eine Zeit lang auf. Und wenn ich dann so eine Idee für irgendein Bild habe, schaue ich erstmal rum, was ich nehmen könnte. Und die Auswahl ist dann ziemlich spontan, also ohne ein großes Konzept. Und insofern ist die Vorbereitung des Bildes eigentlich ein sehr intuitiver Vorgang. Das ist eigentlich der Grund, dass ich mich nicht festlegen will und eigentlich auch immer überraschen lassen will von dem, was mir vorgegeben wird an Material. Es ist natürlich immer der Drang zur Figur was Wichtiges und natürlich auch was Schwieriges, wenn man es richtig macht. Ja. Eine Herausforderung ist es schon, also man sollte das nicht ganz beiseite lassen. Aber ich finde gerade, wenn man Bilder oder sage ich mal Inhalte wählt, wo eben die menschliche Figur im Zusammenhang erscheint, sollte es eben dann doch nicht so oberflächlich passieren. Ja. Man versucht ja immer erstmal, gerade wenn man anfängt, ein gewisses Fundus aufzubauen und das sind ja eigentlich ganz normale Rhythmen und dann wächst man da rein und irgendwie kommt ja dann eins zum anderen. Das ist ja eigentlich das Schöne an der Geschichte, dass es nicht vorbestimmbar ist. Ne. Und da sollte man sich auch nicht beeinflussen lassen von all dem, was drumherum passiert. Denn meistens ist ja so, es gibt Leute, die haben am Anfang wunderbaren Erfolg und danach sind sie eigentlich hole in drin, ja, passiert nichts mehr. Also ist es ja eher gesünder, das nach und nach aufzubauen. Also jedenfalls kenne ich ja Kollegen, die das ja idealistisch sehen, die Arbeit der Malerei und dann sagen, gut, Auftragswerke ist. Würde ich mir nicht zumuten, denn die Kunst muss ja frei sein und so weiter. Bloß das finde ich auch alles dann ein bisschen abgehoben, weil das nicht so der Realität entspricht. Meistens sind dann ja auch Potenziale im Hintergrund, wo man halt nicht den Markt, sag ich mal, den finanziellen bedienen muss. Ich stehe der Sache aber positiv gegenüber. Ich finde das auch immer wieder eine Herausforderung, letztendlich mich auf den, der den Auftrag auslöst, einzulassen. Ja. Kommt natürlich darauf an, was es ist, aber die Freiheit hat man ja, Nein zu sagen, ne?